Chris ruft mich an. Chris ruft mich an. Was ist los? Wer ist Chris? Niemand, ein Freund. Man ist schon ehrlich. Er ist ein Freund von mir. Ich rufe ihn nachher an, nachher zurück. Ich habe nur aus Neugier gefragt. Ich bin überhaupt nicht eifersüchtig. Das ist gut zu wissen. Ich muss jetzt gehen. Meine Freundin braucht mich. Okay, ich rufe dich dann an. Wenigstens ist jetzt dieser Wasserfall an Tränen versiegt. Ich kann gar nicht mehr weinen. Ich glaube, ich bin ganz dehydriert. Entschuldige, dass ich deinen romantischen Ausflug vermasselt habe, du Liebe. Macht nix. Erzähl mir, wie es dir geht. Ich habe wieder mit Anton gestritten. Und alles lief aus dem Ruder. Als ich dann Herzrasen bekam, habe ich Panik bekommen. Aber wegen was habt ihr jetzt gestritten? Hä? Na, wegen der gleichen Sache wie immer. Er unterschätzt, wie schlecht es mir geht. Ich habe genug davon, dass es mir schlecht geht und lächeln zu müssen. Du Liebe, jetzt sei doch nicht so, ja? Ach, lass mich lieber. Ich will alleine sein. Der kommt jetzt extra hierher und nur um mit dir zu quatschen und du sagst, ich will allein sein? Was bist du denn für einer? Da hätte ich ja bei Hemden und dem Sofa bleiben können. Wie du willst. Auf keinen Fall. So. Hallo, nimm mal drauf. Ich werde dich nicht allein lassen. Du warst immer für mich da. Und ich schulde dir dasselbe. Ich weiß, dass du dich überfordert fühlst. Aber es ist nur eine schwierige Phase. Auf Regen folgt Sonnenschein. Immer. Und heller als je zuvor. Ich stehe bisher nur im Regen. Guck mal, sie wird gar nicht nass. Komisch, oder? Okay, sie hat geheult. Ja, da steht sie im Regen, ja. Aber egal. Das ist logisch. Aber du musst dir darüber klar sein, dass er irgendwann auch wieder aufhören wird. Der Regen, meine ich. Und bis dahin werde ich immer bei dir sein. Danke. Ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde. Manu. Genug mit der Heulerei, Emily. Wir fahren beide ins Marys. Du arbeitest für mich und... Naja. Ich muss arbeiten und du brauchst eine Beschäftigung. Soll ich einfach den Fußboden kehren? Gar keine schlechte Idee. Jetzt, wo du das vorgeschlagen hast, kannst du das gerne für mich tun. Ja, ja, genau. Darin warst du noch nie besonders gut. Scheiße. Du wirst Kartoffeln schälen. Na toll. Strafarbeit auch noch, ey. Warte kurz. Ich schreibe eben eine Mail an Ryan. Wieso das denn? Was? Meine Freundin geht es schon besser. Danke, dass du mich heimgebracht hast. Und wie war es mit Ryan in den Hamptons? Ryan ist eine Bestie, ein Wilder, ein Sexgott, den man unmöglich bremsen kann. Er ist eher ein Gentleman, total lieb, aufmerksam und höflich. Oh mein Gott. Und was ist mit deinem anderen Kandidaten? Er hat mich angerufen und ich bin nicht rangegangen. Ich werde ihm schreiben, um mich zu entschuldigen. Es ist seltsam, einfach zwischen Chris und Ryan zu wechseln. Mach dir nicht so viele Gedanken. Schreibe ihm, wenn du dann beruhigter bist.
Entschuldige, dass ich vorhin nicht rangegangen konnte. Wie geht's dir? Ich muss zugeben, dass du diese zweigleisige Romanze ziemlich gut hinbekommst. Du legst dich auf niemanden fest und sie auch nicht. Naja, aber wenn sie es wüssten, dass sie beide ihr Partner sind sozusagen, dann kann es schwierig werden, glaube ich. Das sieht man ja bei Linda Born und Rodrigo und Bruno. Wir mussten uns letztendlich entscheiden. Mensch. So. Ja, ich nehme an, dass sie sich auch mit anderen Frauen treffen. Ich hoffe nicht. Und? Haben sie dir schon geantwortet? Nichts. Obwohl beide online sind. Naja, sie sind wohl beschäftigt. Gib nichts trauen drauf. Ja, ich muss arbeiten. Richtig. Kann ich dich im Saal lassen, ohne dass du meine Kunden mit deiner Heulerei verschreckst? Aber klar, mir geht es schon besser. Endlich bist du da. Der Service für das Mittagessen wäre beinahe schiefgegangen. Es fehlt uns an Zutaten. Wir sind übervoll. Mit Reservierungen. Und in Kürze geht es mit dem Abendessen weiter. Und das Menü für die Hochzeit der Gouverneurstochter haben wir auch noch nicht. Heute ist scheinbar überall Krisentag. Du reagierst bestimmt. Du reagierst geduldig. Ja, weil anders will ich nicht dran. Ich verstehe. Und was noch? Die Pilzbestellung ist noch nicht da und wir brauchen sie für die Vorspeisen. Einer der Kellnerinnen geht es nicht gut und wir haben eine Reservierung für 10 Personen. Und ich glaube, das ist alles. Mensch, Ryan, mach dir nicht ein, quasi. Das schaffst du schon. Es sind ja nur 10 Personen gefühlt. Und? Ist das wirklich so schlimm? Ich weiß es nicht. George, seit ich dich kenne, leidest du immer nur. Du musst lernen, diese chaotische und geniale Arbeit zu genießen. Das stimmt, das gehört alles zur Arbeit dazu. Wir werden für alles eine Lösung finden. Ja, Schluss jetzt mit dem Drama. Danke für deine Geduld. Du bist eine großartige Chefin. Ich danke dir, dass du mit allem fertig wirst, auch wenn ich nicht da bin. Dass du mit allem fertig wirst. Mein Gott, ey, was für gut Deutsch haben wir hier schon wieder durch. Ehrlich, was geht denn hier ab? Du musst dir nur mehr selbst vertrauen. Ha, ich hab's schon verstanden, nicht. Emily, wir haben ein Problem, wir haben keinen Service. Nicht schon wieder. Was ist los? Anton, das ist los. Anton schon wieder. Immer dieser Anton. Wer ist eigentlich Anton? Achso, ja, der ist eine Koch, ja, stimmt. Ich war allein hier im Saal und hab mich an alles erinnert. Dass ich hier mit ihm erlebt habe. Am Tisch dort am Fenster haben wir unseren Jahrestag gefeiert. Ja, ja. Das waren Zeiten doch. Früher. 1800, ich weiß auch nicht genau. Das war schon sehr alt, ja, ja. Ich bin immer nicht grau, ich habe meine Haare gefärbt, ja? So. Sorry, aber ich muss das mal ein bisschen lustig machen, glaube ich. Ich bin so dumm, ich weiß. Mensch, endlich sieht sie es ein! Oh mein Gott! Wir erleben noch Wunder! Entschuldigung, ja. Du liebe Versuch. Sorry, mein Handy klingelt schon wieder. Mist. Scarlett? Gerade jetzt? Oh Gott. Geh ran. Mach dir wegen mir keine Sorgen.
Ja? Ist schon spät. Ey, was ist denn hier los? Warum geh ich denn jetzt, Mann? Ja, ich weiß, wir haben 11 Uhr spät abends, aber egal. Ich mach das jetzt hier. Ja, Scarlett, was los? Was kann ich für dich nicht tun? Ich hab keinen Bock auf Party. Lass mich in Ruhe. Danke. Ich brauche, muss jetzt bei Emily sein. Was sie hat, ist in Schwierigkeiten. Sie hat sehr viel Kummer. Kummer. Ach ja, richtig, sie will Hummer. Nee, stimmt ja gar nicht. Ach, ich habe mir ein unglaubliches Kleid für heute Abend gekauft. Und was will sie jetzt damit, ganz ehrlich? Was soll das? Und ich habe ein traumhaftes für dich gesehen. Ich kaufe es dir und lass es dir schicken. Nein, tu es nicht. Tu es nicht, bitte. Ich verstehe nicht. Was ist denn heute Abend? Ich habe dir eine Nachricht geschickt. Hast du die nicht gelesen? Diese App hält dich ganz schön auf Trab. Es gibt eine exklusive Party. Nur für VIPs mit Einladung. Sie ist um 8. Wo bist du da? Eine Party? Zu der Uhrzeit werde ich zu Hause sein, aber... Wieso ist sie zu Hause um 8? Es gibt noch im Restaurant zu arbeiten oder macht ein Restaurant schon um 7 Uhr zu oder was? Was ist denn das für ein Restaurant? Die meisten Restaurants bleiben doch bis 10 Uhr oder 11 Uhr noch auf. Oder bis 12. Je nachdem. Hallo, was ist das für ein Restaurant? Sorry, aber da bin ich zu Hause oder was? Nee, da gibt's kalte Küche, tut mir leid, da arbeite ich nicht mehr in der Küche. Service habe ich, Leute, aber die melden sich auch andauernd krank. Perfekt, dann hast du noch Zeit, um dich umzuziehen. Nein, habe ich nicht. Wir sehen uns heute Abend. Küsschen und bis dann. Nein, ich komme nicht. Hey, warte. Aufgelöst. Wird es eine Party geben? Ja, Scarlett hat mich eingeladen, eine exklusive Party. Aber ich weiß nicht, ob ich hingehen soll. Du musst mehr noch. Nimm mich mit. Ich will wieder die lustige Emily von früher sein. Ich kann mich traurig nicht ertragen. Ich glaube, es ist nur mit Einladung. Bitte versuch, mich mit reinzuschmuggeln. Ich geh auch in die Tasche von dir, ist egal. Oder pack mich im Karton und schieb mich rein, ist egal. Ich muss raus und ein bisschen Spaß haben, bitte. Bitte, ich hab bitte gesagt. Warum heißt das jetzt, ich gehe allein auf die Party oder wir gehen zusammen? Das ist doch wieder scheiße. Nee, das mag ich nicht. Das mag ich nicht. Das ist eine super Idee. Eine super Idee. Und dann, weißt du, das Schlimme ist ja, die Scarlett hat ja ein Kleid gekauft. Wir dürfen bestimmt gleich die 29 Diamanten dafür ausgeben. Und das werde ich natürlich nicht tun. Ich werde ihr den Gefallen natürlich nicht tun. Ich werde Scarlett anrufen, damit sie noch eine Einladung organisiert. Danke, ein Mädelsabend ist genau das, was ich jetzt brauche. Oh weh. Ryan und Chris antworten immer noch nicht. Was wohl los ist? Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Mach dein Mädelsabend. Ich werde ihnen nicht wieder schreiben. Sie werden sich schon melden. Genau. Das Einzige, was heute Abend zählt, ist, Emilys Stimmung zu heben. Richtig, genau sieht sie mir aus. Eine Party nur mit berühmten Leuten. Und eine traurige Emily. Ich hoffe, ich kriege sie fröhlich. Die ganze Presse wird dort sein. Auch die Helena Link. Die ja ziemlich link zu mir war. Was soll ich anziehen? Oh nein, nicht diese Sache wieder. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Wie sieht das Kleid von Scarlett aus?
Ach du dickes Ei. Wow, das ist echt Haute Couture. Haute Couture. Oh, Schreck. Oh nein, ich weiß nicht runter. Ich habe ja alles provisorisch hier rumliegen. Deswegen wackelt alles so ein bisschen. In diesem Look werden die Fotografen ausflippen. Ich mag's nicht. Also ich persönlich mag es nicht. Aber Scarlett hat echt Geschmacksverirrung. Nee, das ist nie. Nee, bitte nicht, nein. Und ich wusste es. Hier, das finde ich toll. Dafür zahle ich jetzt 29 Diamanten. Bist du bescheuert oder was? Was ist das jetzt? Ist das das Schlichte? Ich bin nicht sicher, ob ich auch eine Berühmtheit bin. Nein, geh einfach schlicht und einfach. Sicher ist allerdings, dass ich mit diesem Outfit nicht so aussehe. Ja, aber es macht ja auch nichts. Versuchen wir etwas Besseres. Ja, ich will das andere nochmal sehen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Naja. Naja. Ja, das will man sagen, ist ein. Also. Nee. Damit kann ich nichts falsch machen. Doch, damit kannst du alles falsch machen. Wenn es aufgeht, sieht jeder alles. Also ich meine, ich hoffe, du hast noch Unterwäsche drunter an. Also, sonst hat jeder Freiheit, alles zu sehen. Wenn man das aufreißen kann, weiß man nicht. Nein, ich will das Schlichte, bitte. Nicht das. Das kostet so viel. Ob ich kritisiert werde, wenn ich zu einfach gekleidet auftauche? Nein, ich nehme es. Es kostet ja nichts. Fertig! Sie werden mich so lieben müssen, wie ich bin. Haha. Oh yeah, meine Freundin und meine Schauspielerkollegin. Willkommen! Kollegin von Scarlett Miller. Träum ich? Heute sind wir alle Millionär, millionenschwer berühmt. Ja, nee, das ja wohl nicht, wa? So ist es, wa? Sie ist doch nicht millionenschwer. Die hat doch nur ein Restaurant und so viel bringt das jetzt auch nicht ein. Und dann, was ist das denn? Meine Damen? Wer ist denn dieser Typ? Ist das nicht dieser Kult, der sieht doch so ähnlich aus wie hier Jessys Vater, oder? Jimmy Land? Wer ist denn Jimmy Land schon wieder? War das nicht der Typ, der mal mit Jesse da dieses Talk-Interview hatte da? Ist das nicht der gewesen oder ist das ein anderer gewesen? Ich weiß schon, dass ich live noch hässlicher bin. Aber jetzt sei doch nicht gleich so, ja? Du bist schrecklich, Jimmy. Komm, Emily. Ich glaube, du brauchst einen Drink. Darauf kannst du Gift nehmen. Wo wart ihr? Ich habe euch gesucht. Emily hat mir von ihrem Theaterstück erzählt. Wie fändest du das, wenn wir gemeinsam am Broadway auftreten? Ich bin begeistert. Darauf müssen wir anstoßen. Ich hole ein paar Mojitos. Endlich. Entschuldige, schöne Frau. Ich hatte einen Tag voller Proben. Morgen Abend habe ich dich am Restaurant ab. Hol ich dich am Restaurant ab und wir unternehmen was Schönes. Oh oh. Das Wein, pass auf. Ja, siehst du. Verzeih dir, schöne. Ich habe den ganzen Tag trainiert. Morgen Abend hole ich dich. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, jetzt hast du ein Problem, ne? Jetzt hast du ein Problem. Als holen dich beide Männer ab. Reiß dich mal in zwei Teile, ja? Dann kannst du mit einem ausgehen und mit anderen auch. So, jetzt hast du den Salat. Meine Errungenschaften überschlagen sich. Meine Ereignisse erschlagen sich auch gerade.
Scheiße, und jetzt? Und jetzt? Was soll ich tun? Wem soll ich zusagen? Oh Mann, oh. Ja, wem soll ich zusagen? Ich würde ja jetzt sagen, schreibt es mal in die Kommentare, aber dann habe ich mich wahrscheinlich schon entschieden. Ich würde ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mich für gar keinen entscheiden, aber ich glaube nicht, dass ich die Wahl habe. Ich glaube, ich muss mich für irgendeinen entscheiden. Und ganz ehrlich, Ryan ist zwar so ganz so höflich, aber wir wissen ja noch nicht so viel von Chris. Deswegen würde ich mal sagen, ja, ich habe ja so den letzten Aufnahmen, habe ich ja Chris so ein bisschen als Michael Jackson bezeichnet, weil er so ähnlich aussieht. Aber mal gucken, wie der so drauf ist. Ich werde einfach mal gucken. Ich werde mich für keinen von beiden entscheiden letztendlich. Weil ich hoffe ja, dass Adam irgendwann mal auftauchen wird und dass wir uns dann für ihn entscheiden oder so. Oder ich weiß ja nicht, was Adam jetzt überhaupt macht. Keine Ahnung. Das wird überhaupt nicht gezeigt gerade, was abgeht. Und deswegen, ja, ich würde mal sagen, in der nächsten Folge dann geht's weiter und dann müssen wir uns entscheiden. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wie würde ich mich entscheiden? Ich glaube eher gesagt, ich persönlich würde mich jetzt eher für Chris entscheiden, weil mit Ryan haben wir schon das Vergnügen gehabt, da haben wir ihn schon ein bisschen geschnappt. Aber ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, wen ihr gerne hättet. Wahrscheinlich habe ich mich dann schon entschieden, weil ich nächste Woche wahrscheinlich wieder die Aufnahme mache. Aber ja, warte mal, das könnte klappen. Warte mal, nächste Woche ist Donnerstag. Ich nehme ja meistens immer am Sonntag auf und dann mache ich die zwei Folgen. Dann kommen ja montags und donnerstags die Folgen und bis Freitag kann man ja noch geschrieben haben. Genau. Bis für wen man sich dann entscheiden kann. Mal gucken. Vielleicht mache ich dann schauen wir mal. Ich würde sagen, unser Gewalt, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Rezept für die Liebe. Ich bin damit raus. Haut rein. Bis denn und ciao.